Jetzt reicht es endgültig. Die nächste schwarz-grüne Belastungskeule für Arbeitnehmer in Kurzarbeit steht unmittelbar bevor. Jetzt soll es dem Urlaubs- und Weihnachtsgeld der Österreicher an den Kragen gehen. Den rund 1,3 Millionen Österreichern, die Corona-bedingt in die Kurzarbeit mussten, stehen nun höhere Steuern auf ihr Urlaubs- und Weihnachtsgeld als die sonst üblichen 6% bevor. Vom Urlaubs- und Weihnachtsgeld wird dann ein großer Teil von Steuern aufgefressen. Warum das so ist, erklärt unser Steuerexperte Hubert Fuchs. Das Urlaubs- und Weihnachtsgeld wird trotz niedrigerem Einkommen aufgrund der Kurzarbeit dennoch in voller Höhe ausbezahlt. Die steuerliche Begünstigung orientiert sich aber auf Basis des niedrigeren Gehalts. Das heißt, es wird beim 14. Gehalt nachgerechnet, ob man vielleicht zu viel steuerliche Begünstigung in Anspruch genommen hat, und dementsprechend wird das Geld dann beim 14. Gehalt abgezogen. Es ist eine Riesensauerei, es wird großartig angekündigt, aber an der inhaltlichen Umsetzung mangelt es massiv, und hier wird es traurige Weihnachten geben für 1,3 Millionen Österreicher. Gerade in Zeiten der Krise brauchen die Menschen das begünstigt besteuerte Urlaubsgeld wie einen Bissen Brot. Die FPÖ sagt ganz klar: Finger weg vom Urlaubs- und Weihnachtsgeld der Österreicher. Wir wollen eine entsprechende Absicherung des 13. und 14. Monatsgehalts, nämlich eine gesetzliche Absicherung. Also Finger weg vom 13. und 14. Monatsgehalt.